zurück hier in Bowser's Peach, ach was auch immer, irgendein Schloss. Das Bowser Peach Panorama Hotel für übernatürliche Bösewichte und sehr schreibwütige Prinzessinnen. Wenn du meinst. So, und willkommen vor allen Dingen zurück zur letzten Folge. Voraussichtlich. Wach, 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 willkommen zu deinem Albtraum. Du solltest mir dankbar sein, Mario. Da du schon seit so langer Zeit mein Gegenspieler bist, habe ich speziell für deine Niederlage eine Arena vorbereitet. Wach, 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 gefällt sie dir? Du sitzt in der Falle. Wie fühlt sich... fühlt man sich da, hä? Mario, sei vorsichtig. Ich glaube, sie wieder. Du bist uns in der Falle gegangen und du nennst dich selbst Held. Hast du geglaubt, wir wären so dumm genug, einfach zu sehen, wie du, wie du einen Stern nach den anderen rettest? Auch ich habe eine kleine Überraschung vorbereitet, eine Maschine, die Bowser's Kraft verstärkt. König Bowser wird so stark werden, dass nicht einmal die Eingemachte der hohen Sterne gegen ihn ankommt. Dank meiner Weisheit wird er nun wahrlich unbesiegbar sein. Seid ihr bereit, mein König? So nehmt die Kraft in euch auf. Oh, Kumpel, Kumpel, das war unglaublich. Ich fühle mich, als würde ich vor Kraft bestreben. Jetzt werde ich diese dreisten Klempner für immer besiegen. Hey, du Mario, jetzt liegt dein Ding etwas anderes, du schnauzbärtige Pappnase. Bereite dich auf deine Niederlage vor. Darf ich euch vorstellen? Bowser mit blauen Flammen und in groß. Er ist ein aufgeladener Creeper! Was macht man mit Creepern? Man sprengt sie. Du konntest jetzt nicht mehr springen. Ich glaube, das tut Bowser weh. So, aber du sagst jetzt Tschüss. Ja, Lady Boo könnte gut sein, aber... Bleiben wir erstmal beim Lästermaul. An der Zeit, um meine Kraft durch den guten alten Sternstab zu erhöhen. Du hast, du Idiot, diese schwache Attacke kann mir gar nichts mehr anhaben. Oh Mann, das fehlt noch. Der Sternstab hat eine Panne. Was sollen wir jetzt tun, Mann? Oh nein! Oh nein! Mario! Was kann ich nur tun? Wenn das so weitergeht, wird Bowser ihn besiegen. Irgendjemand muss Mario helfen. Warum musst du eigentlich ständig deine Leiste offen haben? Sei endlich still. Zwink! Oh, Prinzessin Peach, bist du in Ordnung? Ich befreie dich von deinen Fesseln. Warum redest du plötzlich so bescheuert? Zwink! Zwink! Ich bin so froh, dass dir nichts geschehen ist. Hast du einen Frosch im Hals?
unverschämtes kleines Sternchen. Wie kannst du es wagen? Spielt man jetzt Peach? Kleine Heißsporn, du bist viel zu klein, um gegen mich kämpfen zu können. Ich habe keine Angst vor dir. Sei vorsichtig, Twink. Twink hat ja gar keine KP. Ist auch ein Stern. Au, dieses Frechchen. Du wagst es, wagst also doch ein wenig kämpfen. Sie zaubert Blöcke. Das sollten Kenny Coopers Attacken eigentlich nichts mehr ausmachen. Kenny Cooper ist voll schwach. Das kann ich sagen. Meine Angriffe sind unwirksam. Oh nein! Jetzt erinnere ich mich wieder. Die Sternkinder beziehen ihre Kraft aus dem Wünschen von ganz gewöhnlichen Leuten. Die Wünsche von Prinzessin Peach geben diesem Sternengrip seine Kraft. Oh, König Bowser, ich habe versagt. Oh ja, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir Mario retten. Aber was kann ich tun? Ich weiß, das Prinzessin wünscht dir etwas. Genau wie du es bei mir gemacht hast, wünscht dir etwas, damit die hohen Sterne mehr Kraft erlangen. Dann denke an das Königreich, das Sternhafen. Mario, schicke einen Wunsch an die Sterne, während du an alle diese Dinge denkst. Wenn dein Wunsch stark genug ist, wird er die Sterne erreichen und ihre Kraft geben. Gut, Twink. Ich werde es versuchen. Okay, Twink. Ich werde es versuchen. Ich werde Mario helfen. Was ist los, Mario? Kann es sein, dass dich die Kräfte verlässt? Du solltest mehr trainieren. Oh, ich fühle, wie die Kraft in mich strömt. Erwähnt freie Sterne, ich werde alles tun, um euch zu helfen. Twink? Was für eine Überraschung. Ich fühle, wie uns die Wünsche der Prinzessin und des gesamten Königreichs mit Kraft erfüllen. Vielleicht können wir nun gegen Bowser stärker ankommen. Jetzt, Mario, gib nicht auf. Wir
stehen alle hinter dir. Empfing unsere Kraft und gib dein Bestes. Setz deine Sternenstrahl ein. Sternenstrahl wurde stärker. Er heißt jetzt Peach Sternenstrahl. Maryland Peach Strahl. Oh gosh. Na, was geht hier vor? Glückwunsch! Mario entwickelt sich weiter. Mario, steht du noch immer? Gib einfach auf. Du wirst mich niemals besiegen. Natürlich stehe ich immer noch. Du hast die ganze Zeit mit mir geschwafelt. Wow, was soll das? Die Kraft des Sternstabs ist entschollen. Was? Bowser ist ja kein kleines Ziel. Mag die Musik. Der Kampf ist noch nicht vorüber. Aber nur so haben wir es wieder Peach Kraft. Tja, was Bowser kennt, kann ich schon lange. Hey, ich hab's ja gesagt, wenn du das einsetzt, gib dir einen Kuss. Ich bin dein Freund, das darf ich. Dann gib ihm einen Kuss. Bowser ist doch nicht mein Freund. Oh, Bowser, deine Blitze langweilen mich. Ich bin doch gar nicht zu schnell gefahren. Hier kriegst du von mir. So, es wird mal Zeit, den schwachen Mitglied hier auszuwechseln. Oh, jetzt kommt unser stärkster Mitstreiter. Oh, das ist ja jetzt der gute extra effektiv auf ihn. Na gut, ich werde erstmal skippen. Bowser, der böse König! Das Spiel ist nun vorbei. Max KP 99, Verteidigung 2. Er beherrscht viele verschiedene Attacken, von Feuerarten bis zum Stampfattacken. Feuerattacken 10, Stampf-Clown-Attacken 8. Ich bin mir sicher, dass er noch etwas anderes auf Lager hat. Wenn er den Sternstab einsetzt, werden unsere Angriffe keine Wirkung mehr zeigen. Du musst dann sofort unsere ultimative Waffe, den Peach-Strahl, einsetzen. Er verfügt über die Kraft aller Wünsche. Es ist an der Zeit, Mario. Machen wir das Reptil fertig. Willkommen, Prinzessin. Jo. Ernsthaft, Bowser, schon wieder.
kann man nur sein. Weil natürlich 99 KP und nicht 100. Geht vermutlich auch gar nicht. 100 KP. Wie soll das nicht gehen? Mathematisch von der Nintendo 64. Ich glaube, die 64 kann keine 100 KP berechnen. Weil dadurch müssen sie einen zusätzlichen Zahlennenner einprogrammieren und das ist unglaublich viel Arbeit. Schon allein 99 zu programmieren ist eine schwere Arbeit. Ja, Mario Dings kannst du ja noch. Nee, Mario geht glaube ich auch nur bis 99. Nee, ich meine, in Paper Mario 2 kannst du überhaupt. Ja, in Paper Mario 2 hat ja auch eine andere grundmathematische Mechanik. Da ist ja auch auf Disk. Disks sind einfacher zu programmieren als Cartridges. Also, alte Cartridges, ich hätte hier nicht von, Aua. Jetzt wird's heftig. So, Bowser, du denkst jetzt, oh, Mario ist gleich besiegt? Aha! Komm hier! So, schaut, dass er mir einen Kuss gibt. Okay. Riesige Echse. Pfirsichstrahl, du bist dran. Er versucht es aber immer wieder. Huch, das macht ja auf einmal mehr Schaden. Oh, Bowser setzt Flammenwurf ein. Ja, danke, du hast ja fast nie. Nein, die bloß zum 20. Mal oder so jetzt schon in dem Kampf. Ehrlich? Ja. Ist mir gar nicht aufgefallen. Dann töt mich doch, Bowser. Das heilt er sich bestimmt. Nein, er macht Bodyguard. Gut, dass er den Part geteilt hat. Ja, scheiße, bloß dass jetzt mein Thunfisch gerade kämpfen kann. Jetzt kann er wieder. Hätte das nicht doch unter Feuer sein können. Oh. Sehr gut, dass wir noch ein paar Pilze haben. Bowser denkt sich, ha, ich habe ihn besiegt. Was soll das denn jetzt? Das ist unfair. Hey, wir haben von uns beiden hatten einen Stab der Wünsche öffnen kann. Guck mal, was da vom Himmel gefallen kam. Ein Schuh. KP. Bowser, du bist ein Idiot. Oh. Oh, ich hab deine Schuhe. Was willst du jetzt machen, Mario? Dir mit Name eine reinhauen. Und zwar genau zwischen die Beine. Was? Er hat doch ein KP.
Ha, jetzt aber, Mario. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich verließ sogar verdammten Pilze nach der... Das musst du jetzt sagen, oder? Ja. Bowser, du bist plötzlich so... Oh nein, Mario hat mich besiegt. Schon wieder, immer besiegt er mich. Diesmal war ich unbesiegbar. Und trotzdem hat er mich besiegt. Verdammt. Letztes ist er irgendwie ein riesengroßes Baby. Kuschel mich. Ja, irgendwie, wenn das so da liegt, dann will man ihn knuddeln, oder? Glückwunsch, Mario erhält sinnlosen Stock mit Stern. Das ist, kann er schön schaffen. Mario wünscht sich, dass Peach nicht da wäre. Du hast den Sternstab zurückgebracht. Oh, Mario. Mario, ich wusste, dass du mich retten würdest. Ja, ja. Danke, Mario. Ja, ja. Was? Wie? Ich bin wach? Was ist los hier? Das war nicht Teil meines Plans. Jo, Kömmi, Cooper, was soll dieses Beben? Eure Hoheit, der Kaffeebarer war so heftig, dass meine neue Maschine ein wenig Schaden erlitten hat. Tja, eigentlich ist sie vollständig in Eimer und die gesamte Energie wird in eure Festung umgeleitet. Es tut mir leid, euch das sagen zu müssen, aber, sowohl eure Festung als auch dieser Ort hier fliegen gleich in die Luft. jetzt halt besser verschwinden, mein böser König. Wir haben keine Wahl. Was bist du? Also, das ist dein Text. Was bist du sicher? Das ist ein großes Problem. Lass uns verschwinden. Die ganzen Toads sind noch unten im Gefängnis. Mario, ich danke dir. Du hast es geschafft. Du hast unser wertvollen Sternstab zurückgebracht. Ich danke dir. Ausgezeichnet. Ganz im Herzen. Wir werden ihn dazu verwenden, den Frieden wieder in unsere Welt zu bringen. Jo, Jungs, wir können jetzt die Weltherrschaft an uns reißen. Jetzt können wir endlich wieder alle Wünsche erfüllen. Das ist alles nur dir zu verdanken. Wenn du in den nächtlichen Himmel das Glitzern der Sterne, das Lob für deine Mühe sein. Mehr können wir uns nicht leisten. Sieh die strahlenden Funkeln und sie sei dir unserer Dankbarkeit gewiss. Du hast den armen Bowser ordentlich gezeigt, Mario. Du hast es ihm richtig gegeben. Deine Kraft ist beeindruckend. Ich wusste, du würdest es schaffen, leider. Mario, es sei dir versichert, dass wir deine Bemühungen sehr zu schätzen wissen. Es muss allen sehr schwierig gewesen sein. Wir werden es dir nie vergessen.
Ich hoffe, Bowser hat eine Lehre aus dieser Niederlage gezogen. Vielleicht benimmt er sich jetzt endlich. Nie im Leben. Obwohl ich glaube, dass die Chance dafür sehr schlecht steht. Zitze, aber was soll's? Worte können nicht beschreiben, wie dankbar wir dir dafür sind, dass du uns gerettet hast. Die Hoffnung ist nun sowohl in den Sternhafen auch ins Königreich zurückgekehrt. Wir stehen in deiner Schuld, Mario. Und Twink muss sagen, du hast dich mehr als nur bewährt. Du hast bewiesen, dass du ein erwachsener Stern bist. Ach, hört auf! Nun, ich glaube, es ist an der Zeit, wieder in den Sternhafen zurückzukehren. All die anderen Sterne warten schon auf uns. Die Zeit ist gekommen, voneinander Abschied zu nehmen, Mario. Weltherrschaft, mögen die Sterne für alle Zeit über dir strahlen. Weltherrschaft! Mario, auch ich möchte dir danken. Und Prinzessin Peach, es war mir eine Ehre, dir Zeit der Not beizustehen. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages wieder begegnen werden. Doch jetzt muss ich mich bemühen, ein guter Stern zu werden und die Wünsche der Leute zu erfüllen. Ich danke dir vielmals für deine Hilfe, Twink. Du bist stets ein guter Freund gewesen. Prinzessin Peach, ich wollte dich doch heiraten. Ach nichts, ich muss jetzt gehen. Vielen Dank, Mario. Ich werde dich nie vergessen, Prinzessin Peach. Ich hasse Mario. Auf Wiedersehen. Jetzt muss Mario auch all seine Pokémon freilassen. Zum Glück explodieren die dann keine Supernovas. Oh, so war das also. So hast du also den Sternenstab von Bowser zurückerobert. Sieht so aus, als hättest du wieder einmal Geschichte geschrieben, Bruder. Der Palast steht wieder an seinem alten Platz und alle sind wohl behalten wieder nach Hause zurückgekehrt. Und du hast es zu guttletzt wieder geschafft, so wie du es immer tust. Du bist zwar schon seit ein paar Tagen wieder zurück, aber ich wette, du fühlst dich, als ob du noch immer auf einer Abenteuertrip wärst. Ach, übrigens, deine Freunde, die mit dir gereist sind, ich frag mich, was sie jetzt wohl machen. Oh Mann, ich wäre doch auch gern unterwegs gewesen. Also, Gumbario ist mit seiner Schwester in Gumbafurt. In Gumbafurt? Gumbario! Hey, Packer Carry, was gibt's? Ich dachte, du würdest wieder Briefe zustellen. Aha, das mache ich doch auch. Das ist keine Höflichkeit des Besuchs. Ich bin hier, um dir einen Brief zu übergeben. Er ist von Prinzessin Patch. Wie, von Prinzessin Patch? Wo, was mir wohl schreibt? Lies ihn und finde es heraus. Ich muss noch mehrere Briefe zustellen. Wie soll ich ihn lesen? Ich habe keine Hände. Danke, Paracari. Bis dann, arbeite fleißig, Kumpel, und pass auf dich auf. Hey, Mario, was hat Prinzessin Patch geschrieben? Lass mich sehen. Wart's ab, Umbaria. Puh, das ist die Einladung zu einer Empfang im Palast.
Hier steht, die Prinzessin gibt einen Empfang und ich bin dazu eingeladen. Wo, 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 wo? Jo. Warum ist Gumm Bombette im... Ich frag gar nicht erst. Weil sie da leben. Ach, guck mal an, wer da im Dschungel ist und schläft. Dein Lieblingslevel. Drogen sind gut für dich. Ja, genau so hört sich die Musik an. Wow. Also dann, Gentlemen, es ist an der Zeit, die frostigen Höhlen zum Kristallpalast zu erklimmen. Cooper, alter Junge, du übernimmst die Führung. Deine Erfahrung ist von höchster Wichtigkeit für den Erfolg unserer Expeditione. Ja, überlass das nur mir. Ich kenne den Ort wie meine eigenen Panzer. Und sie sollten mal einen Sprachkurs übernehmen. Cooper! Huch! Paragelli, was führt dich denn hierher? Huch, endlich geschafft. Ich habe einen Brief für dich von Prinzessin Patch. Wieso sprechen die alle nur so fett aus den Namen? Oh, oh, wow, das ist eine Einladung zu einem großen Empfang im Pilzpalast. Sie kommt von der Prinzessin persönlich, da ist sogar ihre Unterschrift und ihr Siegel. Oh, alles cool. Auf keinen Fall darf ich das verpassen, aber ich kann diese Expedition nicht einfach den Rücken zukehren. Nachdem ich Prof Colorado mein Versprechen gegeben habe. Ich sollte hier bleiben und Dumbatz, Holzbeilen, sei nicht blöd, Junge. So eine Einladung abzulehnen wäre schrecklich unhöflich. Das ist eine einzigartige Gelegenheit. Du gehst sofort zu diesem Empfang. Verschwinde keine weiteren Gedanken an mich. Der Empfang wäre ruiniert, wenn der Held von Cooperheim, nein, der Held des gesamten Königreichs nicht anwesend wäre. Außerdem würde vermutlich dir den Kopf abgeschlagen werden, wenn du Peeps persönliche Einladung nicht empfängst. Wie? Ich wusste, sie würden das sagen, Prof. Colorado. Sie sind sogar großzügig. Ich werde gehen. Ich hoffe, ihre Leute kommen auch ohne mich zurecht. Ich gehe auf den Empfang. Oh, Colorado, für Sie habe ich auch eine Nachricht. Wag es nicht nach Hause zu kommen, du streunender Hanswurst, du Nichtsnutz, Ehemann. Das war eine Nachricht von ihrer Frau. Colorado, sie sind schon wieder auf Expedition gegangen, ohne ihrer Frau Bescheid zu sagen. Habe ich recht? Junge, war die wütend. Oh, meine Güte. Paracarry, warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Das ist eine Krisensituation, alter Junge. Ich muss so schnell wie möglich nach Hause zurück. Ja, Expedition abgeblasen. Was? Hast du draußen auch etwas gehört? Ich nicht. Ich sehe mal nach. Ich weiß lustig, ihr habt gesagt, hast du draußen auch etwas gehört? Ich nicht. Allein dieser Wortlaut ist paradox. Ah, Geister! Ach, doch nicht. Hey Bruder, warte mal. Paracarry war gerade hier und hat eine Einladung zum Empfang von Prinzessin Peach gebracht, schon wieder im Brief. Er sagt, er sei auch eingeladen und er würde uns treffen, wenn wir im Palast eingetroffen sind. Und jetzt sollen wir auch los. Das heißt nicht wieder eine Katastrophe wie das letzte Mal. Und willkommen zum Anfang von Paper Mario 1. Oh Gott, nee, nicht schon wieder.
Das Let's Play geht auch über 50 Parts, ist mir aufgefallen. Das ist der Anfang. Okay, hör zu, Mario. Ich laufe voraus. Es gibt da noch etwas Wichtiges, das ich tun muss. Um was geht es? Tut mir leid, Bruder. Das ist streng geheim. Staubsauger, ich komme. Ach. Quitzko. Oh, das wird mich jetzt interessieren. Sei gegrüßt, alter Junge. Bist du auch wegen der Festlichkeiten gekommen? Ich kann von mir nicht gerade behaupten, dass ich deswegen hier aufgeweckt bin. Mein Herz schenkt sich danach, zum Kristallpalast zu gehen. So viele Mysterien warten noch auf mich und meinen brillanten Verstand. Oh, was für ein Schmerz, so du verstehst meine Sucht, nicht wahr, alter Junge? Was sagt dir seine Ehefrau? Ich schwöre es, Colorado, du treibst mich in den Wahnsinn. Ständig reißt es dich von einer Ecke der Welt in die andere, anstatt in dich sesshaft zu werden. Mario, kannst du glauben, dass ich Parakrylos geschicken musste, um ihn zu holen? Ich bin am Ende meiner Weisheit. Bitte versuchst du, ihm etwas Verstand einzubringen. Ja, es ist halt, er ist halt eben einer, der ist unterwegs. Er liebt sie, aber da muss sie halt mitkommen. Oh nein. Yoshis. Wie niedlich. Oh, das ist der Mario. Hallo. Du musst uns unbedingt wieder mal auf Lava-Erdenhänger Island besuchen. Alle würden sich freuen, dich zu sehen, Mario. Vielleicht sollte alle Bewohner von Lava Lava Island mal hierher kommen. Es gibt so viele verrücktes Zeug hier. Es wäre sicher lustig, das alles zu erforschen. Von allen Yoshis ist er der einzige Kleine, der mit dürfte. Hey, Fettsack, wie geht's? Oh, es ist Mario, ich bin noch gar nicht fett. Ich möchte dir nochmals dafür danken, dass du für unser Dorf getan hast. Hm? Du fragst, wie ich hierher gekommen bin? Mit dem Wal. Ich habe mich mit einem Wal angefreundet. Er hat mich hierher gebracht. Nächstes Mal möchte ich die ganze Siedlung mitnehmen. Oh mein Gott, der arme Wal. Nein, das arme Essen im Pilzkönigreich. Oh nein, sie sind alle da. Mario, willkommen im Palast. Prinzessin Peach muss jeden Moment hier sein. Und dann taucht Bowser aus und führt sie schon wieder. Meine Damen und Herren, Prinzessin Peach. Seid mir alle gegrüßt. Ich bin sehr erfreut darüber. Prinzessin, näher ans Mikrofon. An diesem besonderen Ort so viele Gäste begrüßen zu dürfen, ist ja gut, Minister. Der Sternstab, den Bowser gestohlen hat, befindet sich nun wieder sicher im Sternenhafen. In unserer wunderschönen Königreich herrscht nun wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Die Sterne über uns leuchten noch schöner und heller denn je zuvor. Es scheint, als würden sie uns so ihre Dankbarkeit zeigen, auch wenn ein bisschen Geld nicht schlecht gewesen wäre. Mario, Gumbario, Koopa, Bombette, Paracarry, Boo, Watt, Sushi, Lucky Lester und all meine Untertanen im gesamten Königreich. Nun, dank eurer Bemühungen herrscht wieder Frieden. Und es war sehr schwer, die Namen alle auswendig zu lernen. Mein Dank sei euch gewiss. Ohne euch wäre dieser Tag niemals gekommen. Vermutlich wäre ich es Bowsers Frau. Ihr geht allein der Gedanke daran. Ich hoffe, das Königreich wird nun für lange Zeit den Frieden genießen können. Aber ich werde nicht darauf wetten. Der wird bestimmt gleich wieder zuschlagen. Das ist mein Herzenswunsch. Mrs. Peach, die Kanonen sind angebracht worden. Wunderbar, endlich. Raketensilo startklar. Ziel Cooperheim, Bowsers Festung. Aber das ist doch gar nicht Cooperheim, ihr Idiot, ne? Achso, okay, Bowsers Festung organisieren. Und nun lasst uns feiern, bis der Arzt kommt. Genießt die Feier und sauft euch voll.
Hintergrund sieht man, wie Bowsers Schloss von einer Rakete erwischt wird und explodiert. Wunderbar, und jetzt kommen die Credits. Hallo Luigi? Ja, er sagte doch, er muss noch was vorbereiten. So. Gleich die wichtigste Frage. Wie fandest du das Spiel? Überlänge. Part. Ja was, wir haben den Bosskampf drauf und alles. Das ist ein Überlänge-Part. Was denkst du, warum ich gesagt habe, dass wir den Part schneiden müssten? Hätten wir noch so einen anderen Bosskampf mit da drauf gehabt, dann wäre das ein Film geworden. Also an sich finde ich das Spiel nicht schlecht, aber es ist der schwächste aller Paper Mario-Teile. Finde ich jetzt nicht. Wieso? Ich finde den zweiten gut und danach der Teil, der ist wieder scheiße. Ich finde ehrlich gesagt Super Paper Mario gar nicht mal so schlecht. Ich finde es sogar von der Tiefgründigkeit der beste. Zwar vom Gameplay her der zweite am besten, wie du gesagt hast, aber der dritte Teil. Ja. Paper Mario für. Oh, ja. Die machen ja auch bei der Parade mit. Oh. Das ist wohl die Rache. Ach ja, und guck mal, wer da hinten auf dem Wal ist. Ja. Es muss halt seine Frau überall hin mit. Ja. Paper Mario für den DS ziehe ich, wie gesagt, offiziell nicht mit. Das ist für mich kein Raubteil, sondern nur ein Spin-Off. Und Paper Mario für die Wii U ist wiederum auch nicht schlecht. Das hat ja sogar wieder ein einigermaßen Level-System. Auch wenn dadurch kein Angriff oder so gestiegen wird, sondern nur dein Hammer stärker wird. Wie er nicht aufs Bild achtet, wo man noch ganze Sachen... Ich weiß. Wichtige Sachen. Aber ich sag halt eben, Ach ja, guck mal, wer ein Ei ausbrütet. Du sollst auch mal dein Fazit zum Spiel geben. Fazit ist, ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Aber zuerst kommen noch mindestens zwei andere Let's Plays. Zumindest eins, was wir noch hochladen und eins, was ich vorbereiten möchte. Und dann können wir Paper Mario 2 machen. Dein Ernst? Ich dachte, die Geister wollen ihn nicht mehr ärgern. Tun sie doch nicht. Sie tragen durch die Gegend. Ah, ist das wer, wo der Goomba-König gelandet ist? Yoshi. Musste natürlich sein. Naja. Mega. Okay. Ich glaube, er hat einen neuen Feind gefunden. Bowser sieht nicht glücklich aus. Das nächste Mal gewinnt.
bin ich. Seite. Ich glaub. Wie lang geht dieser Abspann? Ja gut, Paper Mario ist bekannt für seine Überlängenabspänne. Ach Gott, die haben wir gar nicht gemacht. Was? Die Opernsängerin. Die Sidequest. Verbrennt sie. Was? Sie bringen IP. Aha. Die mehr als. Ernsthaft? Oh man. Die Toads sind giftig. Wieso? Ihre Mützen haben einfach nur Licht da drin. Ein Pilz. Und die Parade läuft ohne sie weiter. Wo ist die Prinzessin hin? Und Mario. Oh, die gehen sogar zu Mario nach Hause. Oh. Endlich! Bis zum zweiten Teil. Das Ende von... Was haben wir nochmal gespielt? Paper Mario. Ach, Papier Mario, genau. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ich kann jetzt hier nichts mehr drücken, also sage ich einfach Tschüss. Ciao, Leute.